as time still flows, I'll fight to spare. You think you can beat me? Going to change course. Autsch. Warum tut hier alles so weh? Was ist deine Schallschwäche? Echt Wind? No way. Blitz, okay. Ich empfehle ein Game, das gut ist. Aber das liegt doch im Auge des Betrachters. Gutes Game, Lamonana Original. Ja, ich sehe, dass du hört es, aber könntest du nicht einfach auch. Oh, okay, alles schon. Whatever. Es gibt doch Games, die einfach schlecht sind. Das Ding ist, ich spiele die ganze Zeit literally mit dem Gedanken. Wow. Ich kann den nochmal fighten? Das ist ganz nice. Ich spiele die ganze Zeit mit dem Gedanken, Xenoblade Chronicles zu spielen, bin ich ganz ehrlich. Aber das Ding ist halt. Mit DLC wahrscheinlich irgendwas um die 120 Stunden lang. Final Fantasy 12 vom Tisch. Nicht vom Tisch, aber ich bin, glaube ich, so an dem Punkt, wo ich fürs erste genug Final Fantasies gespielt habe. Wieso habe ich dich letztes Mal so schnell geschockt und jetzt brauchst du irgendwie Jahrhunderte? Oh, weil ich letztes Mal Death All drauf hatte. Come on. Dragon Quest, ne. Dragon Quest ist mir zu grindy. Bin ich ganz ehrlich. Dragon Quest sind halt so true JRPGs, weißt du? Wo du gefühlt 2 Jahre rumsitzt und... Wait, what? Was wollt ihr von mir? Achso, Yui steht da unten. Ah, I see. Das Ding ist halt, 12 ist nicht vom Tisch, aber es ist halt, wie gesagt, ich glaube, ich habe genug Final Fantasy gesehen nach der kompletten 13er Reihe. Ich glaube, so ein bisschen mal was anderes wäre vielleicht eine ganz nice Idee. Maybe auch Ender Lilies. Kingsfield. Ich glaube, ich würde mir Kingsfield zumindest gerne mal angucken. I have never played it. Ich habe nur
ein bisschen Stream-Ausschnitte gesehen und das sah ziemlich jank aus. Oh, Raven sieht mich einfach gerne leiden. Das ist normal. Jetzt warum der Lamolana will, weil er genau weiß, dass ich ausrasten werde, wie bescheuert während Lamolana. Others want to help him die, so that his soul can be saved. They push and pull. Ich habe noch nie in Armored Core gespielt. Boah, aber wenn ich so über Armored Core nachdenke, wir könnten Oni spielen. Holy moly. Talk about old fucking games. Nee, nee, Oni waren sehr, sehr early Bungie-Titel, actually. Das ist cool, die sind temporär, interessant. Kennst du nur Oni von... Und du kennst echt Oni nicht? Really? Wait a second. We have to fix this. Are you sure? Vielleicht bin ich auch bescheuert. Let's see. Du kennst nicht dieses Meisterwerk hier. Das kennst du nicht. Wir haben beide recht? Wieso haben wir beide recht? Weil ich weiß, ich habe immer nur den Anfang gespielt und das Game ist jank as shit. Ich glaube, ich habe es hier irgendwo noch rumliegen. Sollte ich zumindest. Sieht aus wie das Rockstar-Logo. Ach, das Rock... Dude. Was? Rockstar plus Bungie, das ist eine sehr merkwürdige Kombination. Oh Gott, will ich echt euch wieder fighten? Ich habe überhaupt kein Eis, ne? Ja, und das macht gefühlt gar nichts. Hey, habe ich einen tot? Das ist der Wahnsinn. Do something. Natürlich. Natürlich kommt der Spell in der Sekunde raus, wo mein Counter abläuft. Ja, ich kann mich auch nur ganz dunkel an das Spiel erinnern. Das Shin Megami Tensei mit Fire Emblem Game? Oh, ich weiß, was du meinst. Das war auf Switch, ne? War das nicht auf Switch? Ich glaube, das war auf Switch. Aber ich kann mich nicht mehr an den Namen erinnern. Ich meine, irgendwann... Dieses Jahr sollte Soul Hackers rauskommen. Und das ist auch sowas, was ich maybe im Blick habe. Tokyo Mirage, ja, das klingt richtig. War das nicht ein Wii U-Titel? Ich bin der Meinung, es war ein Switch-Titel, aber ich kann mich auch irren.
Wir gehen Retro und New Spiel Secret of Evermore. Ist Secret of Evermore der Vorgänger von Secret of Mana? Ich meine, funny enough, das ist eine Serie, die ich komplett noch nie gespielt habe. Spin-off, okay. What do you mean? How are you to blame? This is the power of chaos. This is the darkness contained within our souls. It is the source of our wrongdoing and its result. Ich meine, kann man definitiv drüber nachdenken. Ich weiß doch noch nicht, wie leer der Sommer wird. Das ist also die eigentliche Frage. Im Grunde genommen planen wir, wie leer wird der Sommer. Und ich weiß ja, dass Xenoblade Chronicles, I guess, ist es 3? Ich glaube, es ist 3, im Sommer rauskommt. Und ich mochte den 2er, von daher ist es sehr wahrscheinlich, dass ich mir den 3er angucke. Aber im 2er gibt es halt DLC, den ich noch nicht gespielt habe. Triangle Strategy. Ich bin actually kein... Ich weiß nicht, ob ich ein Fan von Triangle Strategy bin. Ja, ich trei mich zu healen. Danke, Hope. Das Ding ist sicher, ich weiß halt nicht, ob ich Triangle Strategy mag, weil ich habe noch nie irgendwie so, weiß ich nicht, Final Fantasy Tactics oder so gespielt. Und das soll ja genauso sein. Vielleicht sollte ich offscreen einfach mal Tactics spielen. Ja, aber Tactics ist doof, weil die beste Version für Final Fantasy Tactics war PSP, ne? Wo ist die Ruhe? Oh, die chillt bestimmt hier unten. Oh, hi. Ja, Dinge, die wir nicht spielen, ey. Battletoads. Ich bin ganz schlecht in so Brawlern. Bin ich omega schlecht. Du kannst mir jedes 2D-Fighting-Game in die Hand geben und ich werde irgendwas geschissen kriegen. Aber so Brawler, Alter, ich bin so schlecht in dem Shit. Come on. Greif mich an. Cool. Attackst du mich bitte mal? Ah, cool, das kann man nicht countern. Okay, gut zu wissen. Das ist sowas, wo ich jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis habe, das zu spielen. It is because of our wishes that you are here. The chaos that surrounds the Yules. I know that darkness all too well. It's the unseen chaos. It's really lightning. Hast du dir irgendwie Fuß an? Dude. Was? Muss ich sprinten dabei, oder was? Spielen in der Yakuza-Welt, man ist ein Detective. Ach, du meinst Judgment? Ja. Yeah.
Judgment und Lost Judgment. It is time. There is something we have to tell you. You need to know who we are, what we are. Ich meine, das sind alles Optionen. Definitiv. This is chaos from the unseen realm. Das Problem ist, ich habe meine Playstation gerade nicht angeschlossen. It was us. We destroyed the world. You're the source of the original chaos. The chaos that burst from the unseen realm. You lived countless different lives. Born over and over, each time with a new soul. To live and see Chaos again. With each death, our prayers grew more desperate. Layer upon layer until the weight made them collapse into a single dark mass. So she's darkness. Once the unseen chaos was created, it could not be stopped. It reached out and dragged you into the other realm. It broke the dam that the goddess had built. It shattered the boundaries between worlds. Ich würde mich sehr wundern, wenn es Judgment auf dem PC gibt. Würde ich mich sehr darüber wundern. You couldn't let go of Chaos. The chaos and all its power grew out of your need. Need? Yes, I needed him more than anything. He was everything to me. Teil 1 safe. Ich sag, es gibt Teil 1 nicht auf dem PC. 200%, Hacky. 200%. Wie viel wird das da? Ich weiß nämlich, dass die Management-Firma von dem Typen, der Yagami spielt in dem Teil, 200% gegen PC-Releases ist. Und deshalb gibt es da kein PC-Port von. Also Itro hat einfach grundsätzlich auf allen Linien verkackt. Gut, dass wir fucking Knight of Itro waren. They've grown together like a cancer. They are the unseen chaos. The souls of Yule. The Cirrus? Yes. Gib mir irgendwann mal eine Erklärung, warum Etro so bescheuert war. Weil das macht bisher noch keinen Sinn. Then we obviously can't let the Yules go on unchecked. I can't see what you see, but if Yule's there, can you try calling out to her? See if you can stop her. I'm working on it. Oh. Etros Tempelsitz. Kirchi. Thron. Das ist das Wort, das ich gesucht habe. In this dying world, nothing is more precious than time. Why do you waste it on me? Does my victory still sting? Do you seek vindication? I'm not here to fight you. That won't wipe out the past. So you're here as the savior, to offer me salvation. Yes. It's for Yule's sake. She asked me. I refuse. I'm not asking for permission. The chaos here needs to be brought under control. I'm gonna do what Yule asks. Irgendwas wurde doch geportet. Die ganze Yakuza-Reihe wurde geportet und ich glaube, das war's. You think you know what she wants. Even if one Yule prays for my salvation, another demands the opposite. Very well. Do your best, Hunter of Souls. Cleave the evil from me and save me, if you can. If you wish to have my soul. You must take it by force. Zeit, ein paar Seelen zu klauen, I guess. Excuse me? Das
into the unseen void. Was ist deine Schwäche? Oh, gar nichts. Cool. Oh, come on, really? Ja, what the hell trifft's ganz gut. Ich brauche Blocken in meinen Garnets. Es gibt noch was Dümmeres als Etro, really? Ja, Etro ist schon ziemlich den Vogel hier am Abschießen in meinen Augen. I need Blocken. Reduziert den Schaden gegnerischer Attacken geringfügig zu niedrigen ATB-Kosten. Okay. Da ist Konterschlag drin. Kann ich irgendwas hier technisch machen? Auto-Advent bringt mir halt gar nichts. Der Chaos wirkt so ein bisschen wie geh mal wieder nach Hause, Bitch. Du hast ja nichts zu suchen. Der wirkt ziemlich crazy. No more destiny, no more fate. Let's end this once and for all. Wings of darkest night. Das ist geblockt, by the way. Dude. Oh boy, wir werden hier eine Weile sitzen. Excuse me? What the hell, dude? Ich bin tot, ich krieg den Heiltrank nicht früh genug raus. Dude. Come on. Was ist das denn für ein filthy Cheater, Alter? Junge, was? Wie? How the fuck are you supposed to do this fight?
Es gibt keinen PC-Port von Judgment. Es gibt Judgment nur für PlayStation. 200%. Gibt's jede Menge Artikel drüber. Ja, es gibt keinen PC-Port, weil die Company, die den Actor vertritt, der Yagami spielt, ist strikt dagegen und gibt dafür die Lizenz nicht raus. Und deshalb gibt's keinen PC-Port. Und deswegen gibt's auch von Lost Judgment keinen PC-Port. Und deswegen gehen viele davon aus, dass das nächste Judgment nicht Yagami als Dings hat, als Hauptcharakter. Laut Google gibt's das auf Stadia? I call bullshit. I call absoluter Bullshit. Und Xbox. Ja, auf Konsolen ist es fein. Die Begründung der Company, die den Actor quasi stellt, ist irgendwas. Was war das? Die haben irgendwie Angst vor Modding oder so. Es war irgendwas total Lächerliches. How the fuck are you supposed to beat Gaius? This is like. Ich habe mich jetzt nicht hier rumgewühlt, nur um. Nicht weiterzukommen, weil Gaius einfach ein Sack ist. Lightning. Let's see. Er hat nur ...184.000 AP. Nur. Chaos Switch bedient Commander Ravager. In Commander Mode Chaos will primarily use physical attacks, and while in Ravager Mode he will use magical attacks. His stagger bar is more effective by using physical attacks while he's in Commander Mode, and vice versa, magical attacks and things. Ah, okay. Chaos enter Commander Mode at the beginning of the battle. Every time he switches to Commander, he opens with a Mega Flare. Chaos uses a combination of 1 or 2 bars. Okay. Strategy. Sacred Knight is a powerful defensive craft that strengthens all forms of guard and comes with defenses. Oh, cool. Dieses Spiel hat also auch die Mechanik, dass du basically dir ein Ding baust, was basically einfach nur Schaden abfängt. I'm already not a fan of this. Besonders, ich glaube, ich habe Sacred Knight nicht mal. Let's see.